arbeite als Mikrobiologin hier im Hygieneinstitut in Hamburg. Erst im öffentlichen Dienst bin ich geworden, weil ich im öffentlichen Dienst viele Möglichkeiten habe, die ich außerhalb nicht hätte. Zum Beispiel, dass ich eine sehr, sehr breite Masse von Menschen erreiche mit meiner Arbeit. Dadurch, dass ich Diagnostik mache und zusammen mit anderen Institutionen des öffentlichen Wesens zusammenarbeite, haben wir zum Beispiel im Falle eines Ausbruchs geschehen, die Möglichkeit, sehr schnell und effektiv zu arbeiten. Sinnvoll, spannend und vielseitig. Also sinnvoll, weil ich jeden Tag Proben bearbeite und Befunde oder Sachen herausfinde, die den Menschen helfen. Spannend, weil jeder von diesen Befunden spannend ist, weil eine Person dahinter steckt, ein Mensch. Ja, vielseitig, einfach weil ich total viele Bereiche auch in der Mikrobiologie habe, in denen ich arbeiten kann. Spaß an der Arbeit sollte man mitbringen. Aber sonst, um erfolgreich und glücklich zu sein, braucht man nichts Besonderes im öffentlichen Dienst.